Herzlich willkommen beim Outriders Broadcast und was das ist, erfahrt ihr jetzt. Willkommen, sehr verehrte Zuschauer. Ich sitze hier heute mit Simon und Chiara und Hallo. Wir quatschen ein bisschen über People Can Fly's neuen Shooter Outriders und das machen wir monatlich. Und zwar um 18 Uhr wird Square Enix heute sowieso einen Broadcast starten. Und wir sind quasi hier als Partner, um so ein bisschen das, um in der Pre-Show ein bisschen darauf auf Outriders einzugehen, was es damit auf sich hat, was das überhaupt für ein Spiel ist und auch eine kleine Nachbesprechung. Ich habe mit den Entwicklern gesprochen, einige Fragen können wir bestimmt klären. Genau, das werden wir jetzt machen. Und, ja, du hast dich damit beschäftigt, ne? Ich habe einen direkten Draht, Hotbutton zu den Entwicklern auf der 2 oder so auf deinem Handy, glaube ich. genau, die sind. Also, wir wollen, dass irgendwas verändert wird, einfach Valentin Bescheid geben. Längere Haare. genau, es gab keine Langhaarfrisuren in dem Spiel. Also, was Diversity? Da muss ich die sofort drauf. Nee, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Hab's jetzt einfach behauptet. Haben wahrscheinlich einen Helm drüber. Ja, genau. Ja, aber genau, ich habe es noch nicht gesagt, aber dieser Shooter hat sehr viel mit Loot zu tun. Und man hört es immer wieder, die werden ja auch Loot-Shooter genannt. Im Englischen komischerweise Looter-Shooter. Looter-Shooter. Warum nicht einfach Looter? Looter, stimmt, ja. Stimmt, ja, weiß auch nicht. Aber das müsste man dann nur das Spiel nennen, was wo nicht geschossen werden kann. Ja, okay, das war. genau, und zwar habe ich es eben schon kurz erwähnt von People Can Fly. Die kennt man unter anderem von Bulletstorm, Painkiller und die haben auch an der Gears of War-Reihe mitgearbeitet, Gears of War Judgment. Also es sind auf jeden Fall schon mindestens zwei, Judgment ist ja auch nicht schlecht, zwei gute Titel, die man so eigentlich kennt, dass sie originell sind. Absolut. Ein bisschen was anders machen als der Rest. Und es zeigt halt auch, dass die sich mit Deckungsshootern und Deckungsmechaniken auskennen. Es ist eben ein Third-Person-Deckungsshooter. Und da werden wir auch jetzt später noch einiges an Gameplay-Footage sehen, wo man mal sich das ein bisschen mehr zu Gemüte führen kann, wie das denn dann im Detail läuft. Mhm. Und zwar, das habe ich auch noch nicht erwähnt, es ist ein Koop-Shooter. Also man haben ja, sag ich mal, auch die Konkurrenz, da kannst du ja auch meistens zusammenspielen. Aber was ich sehr cool finde, der Fokus liegt nämlich auch sehr auf der Story. Das heißt, man kann auch alleine mit dem Spiel Spaß haben. Man muss keine Freunde haben, was ja manchmal ein Ausschlusskriterium für manche Leute ist. Ja. Siehst du, ist direkt geil. genau, und ich hab's im Februar, Anfang Februar in Warschau, war so ein Event, da habe ich es schon mal im Multiplayer mit Trant und Patrick von Nerd Over News zusammengespielt. Das war eine sehr coole Session, da konnten wir dann eben ein bisschen abchecken, wie die ganzen Koop-Mechaniken ineinander greifen. Und jetzt, vor zwei Wochen, war noch mal ein Event, wo man das Ganze im Singleplayer sich anschauen konnte und auch eben zu gucken, wie läuft das, macht das überhaupt Sinn ohne die anderen Klassen und die anderen Fähigkeiten, die man so zur Verfügung hat. Aber jetzt habe ich eben schon ganz viel vorweggenommen. Erstmal ganz grundsätzlich, worum geht's in Outriders überhaupt? Was ist sozusagen der Dreh- und Angelpunkt der Geschichte? Und das ist die Reise zu einem anderen Planeten. Also, ich meine, man kann es ja heutzutage so ein bisschen beobachten. Die Menschheit ist drauf und dran, diesen Planeten völlig kaputt zu machen. Also müssen wir irgendwann weg. Das ist im Prinzip jetzt schon klar. So. Und das Spiel setzt quasi an, an der Stelle, wo die Kolonie, die losgeflogen ist, einen neuen Planeten gefunden hat oder einen vermeintlich neuen Planeten gefunden. Ach, du meinst, sie sind im Kreis geflogen? genau, sind wieder bei der Erde angekommen. Es sieht ja aus wie die Erde! Geil, ja, geil. Der Planet, Hammer! Da ist sogar New York! Da steht mein Haus! nee, vermeintlich sage ich deswegen, weil sie erstmal denken, ja, okay, da gibt's Luft und Pflanzen und so, das ist ja genau das, was wir brauchen. Und dann landen die darauf und stellen fest, okay, es gibt hier ein mysteriöses Signal und generell ist hier so einiges mysteriös. Man sieht es auch direkt schon an bedrohlichen Gegnern. Also ich meine, wer möchte schon hier irgendwie im Hamburger Stadtpark irgendwie so einem fiesen Monster begegnen? Da sollte sich die Menschheit. Das stimmt. Aber an diesen Stellen sollte sich die Menschheit eher weniger niederlassen. Ja, aber wir machen das denn auch gescannt? Also die werden das doch irgendwie auf Lebewesen gescannt haben, oder? Erst scannen, dann Bomben und dann bewohnen. Ja, genau. Also was so haben die Starship Troopers nicht so gesehen? So steht's in der Bibel. Das sind natürlich die. ja, ich glaube genau so. Doch. Ja, es werden Anfang war die Bombe und dann und am Ende, ich weiß es nicht mehr. Naja. Das sind natürlich die Details, die wir dann die entsprechenden Outriders befragen müssten und das habe ich so verstanden, dass die halt jetzt quasi ein Trupp sind, die jetzt diesem Signal nachgehen und überhaupt. Okay. Weil, so wie ich das verstanden habe, und da werden wir in diesen Sessions, glaube ich, noch einiges mehr drüber erfahren, ob ich das überhaupt richtig verstanden habe, weil das Spiel ist ja noch nicht draußen, ich kann ja auch nicht alles wissen. Und zwar, wie ich das verstanden habe, hat sich die Menschheit dort schon kolonialisiert und niedergelassen. Und dann ist erst sozusagen aufgefallen, oh, hier ist ja gar nicht so
so cool, wie wir gedacht haben, weil es gibt Bedrohungen und so weiter und so fort. Und da ich ja schon gesagt habe, das Spiel wird einen großen Story-Fokus haben, es gilt auf jeden Fall, in den Spiel-Sessions herauszufinden, was dieses Signal ist, was es mit diesem Planeten auf sich hat. Und es gibt nämlich auch so, da habe ich jetzt gerade, ich glaube, den Namen haben wir schon erfahren, es gibt so eine Anomalie, genau, Anomalie nennen sie es immer, dass den Outriders, also dem Trupp aus 4 Klassen, auf die ich gleich noch eingehe, die wir spielen können, ihre Fähigkeiten verleiht. Weil die können nicht einfach nur Waffen aufheben und damit schießen, sondern die haben auch spezielle Abilities. Davon kann man immer 3 gleichzeitig ausrüsten. Und es gibt aber insgesamt circa 7, die man dann eben on the fly auch immer wechseln kann, je nachdem, was für ein Spielstil man wählt und ja, was man gerade vielleicht braucht. Und ich würde sagen, damit wir auch irgendwie mal, bevor es hier gleich um 18 Uhr mit diesem Broadcast-Element richtig losgeht, ein Bild davon bekommen, schauen wir uns jetzt einfach mal ganz kurz den Ankündigungstrailer an. Wir erwachten von einem Albtraum in den nächsten. Nicht auf unserer sterbenden Erde, sondern an einem viel schlimmeren Ort. Enoch war unsere letzte Hoffnung. Die Hoffnung einer neuen Heimat. Aber was wir fanden, rettete die Menschheit nicht. Es verzehrte sie. Wir erwachten verändert. In uns tobte die Anomalie. Brannte mit aller Kraft. Unbändiger Kraft. Enoch beraubt uns unserer Menschlichkeit, aber gibt uns so viel mehr. Jeder Schritt entfernt uns von dem, was wir waren, und bringt uns näher zu dem, was wir werden müssen. Ja, da haben wir schon mal ein bisschen was dazu gesehen. Unter anderem auch, dass es Ende dieses Jahres noch kommen soll und auch, dass es für PS5 und Xbox Series X kommt. Das heißt, es wird ein Cross-Gen-Release, weil es auch noch für die alten Plattformen kommt. Was ja ganz dankbar ist, dann hat also jeder eine Möglichkeit, das zu spielen. Ja, was sind eure ersten Gedanken? Ihr habt jetzt dazu zum ersten Mal wirklich Bilder gesehen. Habt ihr Gedanken? Ich habe Gedanken, ja. Es sieht halt ein bisschen abgefahren aus. Es sieht so ein bisschen kultistisch aus, also dieser komische Typ mit den... Der war gut, ne? Ja. Mit den verschiedenen Köpfen. Ja, genau. Da gibt's einen Namen für, ich weiß aber auch nicht, wie die heißen. So, die können diese, das dann so drehen und... Ja, genau. Und dann wie so ein Rätsel. Jeder Kopf ist irgendwas anderes. Ja, ja. Die bist heute gelaunt. Ja, also das fand ich irgendwie abgefallen. Ich weiß nicht, ob es dann auf diesem Planeten irgendwie vielleicht die Kolonisten, die davor waren, sich irgendeiner Religion angeschlossen haben, irgendeiner Sekte oder so. Kann ja sein. Also der... Keine Ahnung, da rattert so ein bisschen bei mir im Kopf, okay, um was kann es gehen, weil Story ist für mich ein wichtiges Element und ich finde, es ist manchmal sehr schwierig, in Looter-Shooter oder Loot-Shooter eben, Story zu vermitteln. Ja, wer kennt das nicht, dass das man dann eine Quest annimmt, dann denkst du dir, ja, okay, das lese ich mir jetzt durch und diesmal lese ich mir wirklich alles durch, damit ich verstehe, um was es geht. Und 10 Minuten später, wegklicken. Warum mache ich das eigentlich? Keine Ahnung, aber ich habe aber das Gefühl, dass sie das da vielleicht ein bisschen anders angehen, wenn sie schon die ganze Zeit sagen, Story ist uns wichtig und es geht nur um die Story. Ich hoffe auch, dass sie die Story nicht nur wie ganz am Anfang bei Destiny, als auch alle über die Story geredet haben, da kam es raus und vieles war in Text
Mitteilungen und Sprachnachrichten versteckt, dass sie es nicht nur auf diese Art machen, sondern dass sie eben, ich wünsche es mir ein bisschen, dass sie da noch dicke Antagonisten etablieren in ordentlichen Cutscenes, die man auch glaubwürdig findet, dass dieser Charakter mit dem Hut nicht nur irgendein, mit der Maske nicht nur irgendein Typ ist, der aber eine coole Maske auf hat, sondern vielleicht irgendeine Relevanz hat, die man vielleicht durch die Story hinweg immer wieder sieht. Ich weiß es nicht, bin gespannt. Ich mag sowas eigentlich auch. Das Problem ist ein bisschen, es gibt so viele Spiele, die all sowas bieten, die all das irgendwie zusammenpacken und da dann sich als was Besonderes rauszustellen, das ist immer die große Aufgabe. Und ich meine, die haben genauso die Chance wie alle anderen und ich hoffe, dass sie es auch schaffen. Die Frage ist nur, was muss man eigentlich liefern, um Erfolg zu haben in dem Genre? Das weiß ich nämlich gar nicht. So muss man Koop bieten, muss man eine Story bieten, eine Singleplayer. Geht es mehr darum, dass man regelmäßig neuen Content veröffentlicht? Das sind, glaube ich, so viele verschiedene Momente, an denen man sich festhalten muss. Mhm. Ich weiß es nicht. Du weißt wahrscheinlich mehr, was geplant ist, aber ich hoffe, sie haben einen guten Plan für den langfristigen Verlauf. Sonst ist es ja, wie oft, nach 3 Monaten wieder vorbei. Und das hoffe ich nicht. Das wünsche ich keinem. Man sitzt so lange an so einem Spiel und dann ist es sofort wieder weg. Ja, aber so wie ich es mitbekommen habe, planen sie, das tatsächlich so ein bisschen oldschool rauszubringen, dass danach nicht unbedingt noch mehr Content kommt, dass die Story dann danach fortgesetzt wird, sondern du kriegst die komplette Story in dem Spiel direkt, wenn es erscheint. Also es ist nicht so ein Bröckeln wie in anderen Spielen. Das ist kein Games-as-a-Service-Modell. Und ich habe auch die Entwickler gefragt, warum und wie sie sich das aber alles vorstellen. Und damit war halt vor allem wichtig, dass die Story nicht irgendwann am Ende des Spiels noch nicht fertig erzählt ist und du auf ein DLC warten musst oder so. Also sie wollen diese komplette Story eben durcherzählen und haben aber auch nicht ausgeschlossen, ey, wenn das eben alles gut ankommt und die Leute mehr wollen, natürlich würden wir dann noch einen weiteren Story-DLC abliefern. Aber es ist eben, viele Games sind ja heutzutage eben Games as a Service, da das Stichwort schon so angelegt, dass man eigentlich nicht das volle Paket direkt bekommt. Und ich mag das eigentlich nicht, diesen Ansatz, weil es so eine halbgare Plattform ist. So, kommt erstmal alle rauf, wir gucken, ob das erstmal Erfolg hat. In einem halben Jahr ist vielleicht schon alles vorbei. Und dann fangen sie erst an, sich so richtig. Und viele dieser Spiele haben nach einem halben Jahr, nach einem Jahr erst so richtig ihr Fleisch bekommen, ihre Größe entwickelt. Und manche Spiele schaffen es gar nicht so weit. Und das ist eigentlich mega schade. Insofern ist das eigentlich eine richtige Ansage, zu sagen, es kommt raus, wenn es fertig ist und es wird fertig sein und nicht irgendwie 80% Early Access, sondern ich bin gespannt. Also ich bin immer offen für eine gute Singleplayer-Geschichte, die eben auch nicht nur in Texten erzählt wird. Ja, genau, dazu kann ich vielleicht direkt gleich einhaken, weil es wird fast, also alles hat Zwischensequenzen, wir hören uns später nochmal ein Statement dazu an, aber nur ganz wenige Nebenquests, die dann eher Sammelaufgaben darstellen, die hätten keine, aber auch alle Nebenquests, davon soll es recht viele geben, haben auch eigene Zwischensequenzen und so. Das heißt, es ist zumindest, glaube ich, ja, man kann einfacher der Story folgen, hat auch mehr Lust darauf, weil man eben weiß, okay, ich muss jetzt hier keine Wall of Text irgendwie lesen, sondern kann mir ein kleines Filmchen angucken und mich dabei vielleicht auch kurz erholen. Es macht ja oft, ist meine Erfahrung, gerade bei diesen Indie-Titeln, ist oft nochmal die Grenze zwischen ein guter Text und ein guter Text gut vertont. Das sind oft nochmal, also selbst wenn es einfach nur gesprochen ist, bin ich völlig cool damit, solange das ein guter Sprecher ist, der mir da irgendwie es vermitteln kann, brauche ich nicht unbedingt eine Cutscene. Das wollte ich nur noch sagen. Weil man kann natürlich auch gute Geschichte erzählen, ohne viel Aufwand jetzt zu betreiben. Aber das ist halt in so einem Loot-Shooter schwierig, weil du ja so viel Loot hast, so viele Gruppen und Antagonisten und Items, nehme ich mal an, und Waffen und alles braucht seine Lore und muss irgendwie aufgedröselt werden. Weiß nicht. Also ich bin gespannt, ne? Ich werde es auf jeden Fall spielen. Also das ich frage mich, ob die sich irgendeinen Grund ausgedacht haben im Spiel, warum es so viele verschiedene Waffen gibt. Weil ich meine, du bist auf einem neuen Planeten, mutieren die Waffen irgendwie oder woher kommen sie alle her? Also da, vielleicht lassen sie es einfach so stehen. Ist halt so, ist halt ein Loot-Shooter oder? Wer hat diese Truhen da hingesetzt? Genau, wer hat das gebaut? Diese Ähnlich ist es ja mit dieser Kraft, das ist ja auch sehr häufig gerne, dass man irgendeine außerirdische Kraft plötzlich, weil man sich im Einfluss der außerirdischen Sonne befindet, wie Superman, hat man diese Kraft. Und bin ich auch gespannt, inwiefern ist die über das Feature für das Spiel heraus noch interessant? Ist die Story technisch relevant? Oder geht's eben darum, wir müssen den Leuten Kräfte geben? Die müssen schnell rennen, die müssen sich zu einem Steinmonster verwandeln können und einfach, ist ja cool, ist ja völlig okay der Ansatz. Mhm. Ich frage mich, ob dann noch dieses Existenzielle, sind wir dann noch Mensch, wenn wir, sind wir irgendwie, was sind die Gegner? Stimmt, muss man irgendwann vielleicht mit ihnen einfach freundlich harmonieren und mal einen Couchabend verbringen? Ich glaube nicht. Ob solche Fragen gestellt werden, werden wir hoffentlich im Laufe dieser sechsteiligen Sendereihe erfahren, beziehungsweise dann spätestens, wenn wir das Spiel spielen. Aber du hast eben schon Steinmenschen gesagt. Wie bist denn du darauf gekommen, weil du den Trailer gesehen hast? Gesehen, dass er diesen Nummer. Ja, weil ich habe eben noch gar nichts zu den Klassen gesagt. Sehr trockene Haut war das. Ja. Und im Detail kann ich dazu auch noch mal später was sagen. Aber es gibt den Trickster, den Devastator, den Pyromancer und Unknown.
Über die vierte Klasse haben sie noch nicht gesprochen, weil die sich noch in Entwicklung befindet und sich da nicht festlegen wollen. Aber jetzt erfahren wir auf jeden Fall ein bisschen mehr zum Trickster. Zieht's euch rein. We came to Enoch as our last chance. A chance at a new home. But what we found didn't save humanity. It consumed it. We awoke changed, burning with power. Impossible power. Each step taking us further from what we were and closer to what we must become. My name is Lucy, and welcome to the first in a new monthly show called the Outriders Broadcast. Outriders is a big game with a heck of a lot to share and talk about. And the broadcast is going to pack all of our upcoming announcements, information, gameplay, and trailers into a monthly hit beamed straight to you. We went wide with the reveal back in February and showed you a lot of what the game has to offer. We put the first 3 hours into the hands of press and media, and the initial reaction to that demo was incredible. Honestly though, you've only really just seen the tip of the iceberg so far. Since then, we've had a lot of questions and comments about specifics of the game, and this episode is a great opportunity to reflect on that, expose some more of the depth around the features that we've shown you so far, and show you some brand new stuff too. Today we're premiering some fresh gameplay as we take a look at the first city, with details on lore, UI, and world tiers being surfaced along the way. This is still set in the human colony of Enoch before the Outriders have set off on their epic journey across the planet in order to find the mysterious signal. For this part of the broadcast, I'll let Sven from Square Enix External Studios do the talking. Hi. In this episode's playthrough, we're taking you to the first city. It's the first human colony in Enoch, established by the ECA shortly after their arrival. The huge structure in the background is actually one of the engines of the SM Floris, the massive spaceship you and the rest of humanity used to travel from Earth to Enoch. It was brought down to the surface of the planet to serve as a temporary power source for the colony. But when the first big anomaly storm hit the first city, the engine was damaged and at a risk of a meltdown. And after a few months of initial panic and chaos, that's exactly what happened. The engine's nuclear reactor exploded, blanketing many areas with heavy radiation. With the city having lost its main source of energy, and most of the water and food becoming unsafe to consume, many perished in the aftermath. After the anomaly storms, riots, and decades of war, both inner city and the slums surrounding it have long been abandoned by the authority and most of its inhabitants. This is hostile territory now, and many of them roam around, trying to scavenge for scraps while navigating through the pockets of radiation and monster nests. Our mission here is to find and obtain an old truck, which belongs to an important ECA scientist called Sahidi. Sahidi claims something on this truck holds invaluable information about the anomaly and the mysterious signal. For now, we only faced humanoid enemies on our path. But the first city will introduce us to a new threat, the Perforo. Like most of the monstrous creatures seen on Enoch, the Perforo was a pre-existing species that rapidly evolved by the corruption of the anomaly. And it was one of the first hostile creatures that attacked the colony in its early years. One thing is certain though, their strength is in numbers. Even a battle-hardened Outrider is often left with only one option when facing a swarm. Run. Let's join our pyromancer Nova and see what she's up to on her mission to find Sahidi's truck. Yeah, like I said, sometimes you just need to run. But not for long. Hey,
Let's take a quick moment to talk about a pretty important feature, UI. We know that screen real estate is important to shooter fans. There's a lot of information that needs to be delivered, and players have various preferences in terms of the hierarchy of information. We're conscious that different people want different things from an RPG shooter. Some people like seeing everything, from damage, numbers, quest trackers to life bars and more. While others might want a more pure shooter experience. Everyone falls in different places on that spectrum. So we made sure to include options to customize your UI experience however you like. Let's see if I can clear up my screen a little. I really want to take in the view today, so I'm changing my HUD to a more minimal shooter-style UI. Let's return to our Pyromancer Nova now. She made good progress through the ruins of First City and is now heading towards a giant drawbridge. By the way, Perforo come in different shapes and sizes. Thank you, Sven. Let's take a moment to talk about dynamic difficulty settings in Outriders. Outriders has a flexible difficulty system called World Tiers that allows you to fine-tune your difficulty setting at your leisure. This means that the game will organically find the right challenging difficulty for you, even if you're a skilled and maxed-out player absolutely chewing through the battlefield with fully optimized gear. The idea behind World Tiers is that you can make Outriders either a just-here-for-the-story game or a true Hell on Enoch experience. It is totally up to you. Generally speaking, higher World Tiers are more difficult as they increase enemy stats such as damage, armor, health, and enemy level. However, you will also gain more rewards, get better loot drops, and unlock more accolades. You'll start on World Tier 1 and scale up as you play the game, depending on your performance. When you eventually get up to the higher World Tiers, you will get to a point where you will need to optimize your gear and build accordingly in order to continue to progress. Let's pull up the World Tier menu here and have a closer look. As you can see, World Tiers can be manually adjusted on the fly, depending on how you're currently doing. You'll gain experience in combat towards unlocking the next world tier, should you be playing on the highest world tier possible for your character. This experience is separate from the character level, but is accumulated much in the same way. Experience from quests doesn't contribute to world tier experience, but quest combat does. Where is he? Inside the bunker up the hill. Here's the kicker though. Whenever you die, you will lose a percentage of world tier advancement. This prevents you from accidentally stepping up to even more difficult world tiers, should you be struggling on the current one. You really need to earn your spurs here. Each newly unlocked world tier will also reward you with either a resource or a new rare, epic, or legendary weapon, and in some cases, both. Higher world tiers will enable loot to drop that is actually of a higher level than the player themselves. This starts at World Tier 4 and scales till World Tier 15. At the same time, playing on these same World Tiers will allow the player to wear gear that is higher than their level while they are in that World Tier. One final note on difficulty.
The difficulty of the game and enemies will also be impacted by the amount of players in the game. This will ensure that the game remains challenging while playing in groups with friends, but it isn't punishing to the point of not being fun when playing solo. For now, things were a little on the easy side for us back there, so let's crank things up a gear. Thanks, Lucy. Nova likes her enemies tough, so yeah, bring it on. One of the things we've been super mindful of during development is how all that background and exposition is delivered. We know that one of the pains of this genre is having to work to consume story. We don't want our lore to be a chore or an obstacle to immersion. So we've ensured that everything is on the disc and in the game itself. While exploration and talking to NPCs will deliver additional context and background, bios, backstories, and lore are unlocked as you play, and can then be pulled from the menu at any time. So, say for example you want to learn about the first city and the initial colonization of Enoch, you can check it out right here. The next section will be pretty tough, so ask my friend and community manager Robbie to tag along for a little co-op action. He's sporting a badass trickster in a complete legendary gear set. Now let's do some real damage. We have a truck to find. In the interest of time and to keep some surprises for you, we're going to skip ahead a little now. Let's join the final minutes of the brutal finale against the portal-wielding captain. And there we have it. The captain left us a nice piece of armor. And yeah, a couple of limbs too. We hope you enjoyed our little trip to First City. And I see you in the next episode. Stay safe out there. And that is it for the playthrough section of this broadcast. We'll be showcasing new areas and features in future episodes. Next up, we are premiering a series of videos that we like to call spotlights. These are in-depth features that expose the depth around a particular aspect of the game. And today we are looking at the first of three currently announced classes, the Trickster. Let's take a look. Greetings, Outriders. Welcome to the Outriders Spotlight, a collection of videos where you can find out much more about individual topics in the world of Outriders. This is your one-stop shop, the place to be, where you'll have explanations straight from the team behind the game. This is just the start. We'll have plenty of deep dives coming in the future to prepare you for landing on Enoch. So subscribe to our YouTube channel and you'll never miss a beat. We're kicking things off with one of the four classes you'll be playing as, the Trickster. Sit back and learn everything you need to know about the Assassin class. As Tricksters, we manipulate the fabric of time and space to take our enemies by surprise. Who is this class for? Players who like to get in and out quick, leaving devastation in your wake.
Tricksters are for you. However, because of the way skills and your passives can be customized, certain builds of the Trickster could be used as a tank role for the rest of your group. The choice is yours. Fundamentals. The Trickster is focused around space and time powers and effects. You can see this in the class's melee attack, which stuns and slows enemies hit by it. Oh, and speaking of melee, it isn't one size fits all. Not only do the different classes have melee abilities enhanced by their own unique powers, but there are two variations as well. You've got your standard melee when standing still, or your upgraded attack when you activate melee while sprinting. Healing. Within the brutal and violent world of Outriders, there'll come times where you'll be hurt and need to be healed. The key thing to note here is that there aren't any quick fix health potions or magic spells, but playing offensively restores HP instead. This affects your playstyle in that it invites you to play more aggressively, rather than run and duck for cover when your health is low. Your best chance at survival may actually be to teleport to where the fighting is thickest. Taking your enemies down is the key to keeping you alive. Unique to the Trickster, they get healed when killing enemies in close range, and they also get shields, while other classes have their own healing mechanics. Let's explore 4 out of 8 total powers the Trickster has at their fingertips. Each class has 8 powers in total. You'll start off with a single power and unlock more as you level up. The Trickster will feature an additional 4 powers on top of those that we're talking about today, but we'll showcase these later on. Power 1, Temporal Slice. This will be the very first power you unlock as a Trickster, and it's the class's bread and butter. All enemies hit by the slash will be temporarily paralyzed, which is displayed by their skeletons becoming visible and their movement greatly slowing down. Slowing enemies down is a key Trickster skill, as it allows you and your squad mates to pour lead into any enemies caught in the effect. The Temporal Slice is especially effective in combination with other skills that cluster enemies close together. The slice will affect all enemies and allow for maximum damage and kills, which can easily heal a nearly dead Trickster back to full health thanks to the mechanics. Power 2, Borrowed Time. Upon use of this skill, you will instantly gain a percentage of your maximum health as a shield that absorbs damage before your health is affected. Additionally, using the power will create a time clone of yourself in the location that the power was used. You can thereafter freely move about and engage the enemy, or set up a trap. But using the borrowed time again, when your time clone is still active, will teleport you back to the time clone's location. Should you be going into a high-risk combat situation, you may want to use this skill as your quick escape from danger. Just when you're about to die, you can teleport to safety. Power 3, Slow Trap. This power will create a dome around you that slows down enemies and enemy projectiles while still allowing yourself and your allies to move at normal speed. Think of it as your own personal bullet time bubble. This is a skill that can be used both offensively and defensively. Defensive. Activate the dome in the middle of a firefight, and you and your fellow Outriders will be able to sidestep any incoming projectiles or melee attackers. You can also use the slow trap to help in resurrecting a fellow teammate if they've been downed in a particular hotspot. Enoch is also home to many different kinds of enemies, and you may occasionally find yourself swarmed by melee attackers or monsters. Activating slow trap in these circumstances can be an excellent way to trap numerous enemies. Move into a cluster of enemies and activate the dome to make them all move in slow motion. Then go to town. Power 4, Hunt the Prey. When activated, this skill will allow you to highlight any visible enemy. Using the skill once more will teleport you directly behind them, and you will additionally gain a percentage of your maximum health as a shield, whilst also slowing the enemy it's used on. You can instantly warp across the battlefield to either get yourself into or out of trouble. This skill could even be your opening gambit when first entering a combat encounter. You can walk right into the thick of the enemies and lay waste around you. Alternatively, you can also use it to teleport to single enemies who are separate from the main body of attackers. This should buy you some time and allow you to pick enemies off one by one.
As with all classes in Outriders, powers can be hot-swapped, as long as they're not on cooldown. You could even change them while in combat, though we'd recommend taking cover to do so, or you may find yourself dead. Powers in Outriders are designed to have relatively short cooldowns. There's essentially no limit to how much you can use them to get the most out of combat. So far, we've mainly looked at four powers in isolation, but Outriders truly comes together when you and your squad mates are in the thick of battle, timing your powers perfectly to inflict maximum carnage. Hunt the Prey can be especially effective when combined with Borrowed Time. Teleport into the thick of it using Hunt the Prey, then inflict maximum damage using Temporal Slice or Slow Trap. If running into danger, Borrowed Time can be your ripcord to get you out of it again, while Hunt the Prey is on cooldown. This is only a very simple example of how powers could be chained. You'll no doubt find your own most effective ways of playing Outriders your way. Alter your Trickster. Each class has a tree of class point nodes that you can activate to alter the way your build and skills work. Class points are acquired by leveling up. You won't be able to fill out the entire class tree, but you will be able to respec your nodes to change the way you play. The three branches for the Trickster link into the class's fundamentals: movement, damage, and disruption, with each branch providing both major and minor passives. In the Trickster's case, these three branches are called Master of Space, Harbinger, and Assassin. There are elements of the fundamentals in all branches. They're intertwined, and you can cross-link them to your personal needs and wishes. The Master of Space branch will generally provide bonuses while the player is moving, and improves your close combat effectiveness. Nodes here will enhance your damage with shotguns and SMGs when you use movement-based skills. The Harbinger is the tank path of the Trickster. This path focuses on providing damage mitigation as well as shield bonuses to provide maximum survivability. And the Assassin branch focuses on skill damage output. Several nodes here provide bonuses when you use damage and movement skills, and the path provides additional anomaly power and skill leech options. Additionally, the equipment you use may impact the way your skills work. An equipment's passives might reduce the cooldown or duration of a skill, or they might alter it on a more vital level. But we'll showcase these in the future. So we are approaching the end of the Outriders broadcast, but before we close out, we wanted to answer some questions from you guys in a section we're going to christen the Quickfire Q&A round. And we'll be doing this at the end of each broadcast going forward, so keep those questions coming in. For this part of the show, I'm going to hand the reins back over to Robbie, Outriders Community Manager and general fountain of knowledge for all things Outriders, as he answers your questions directly. Thanks, Lucy. All right, let's do this. Five quick questions, five quick answers. Question one, is Outriders games as a service? This is one of our most commonly asked questions, so to be 100% clear, no, Outriders is not games as a service and will be a complete experience out of the box. Question two, what part of Outriders is the team currently working on? What we showed you in February is a very early section of Outriders. We are currently focusing on improving, polishing, debugging, and balancing the entire game. The result of this work may mean that some of the animations, as well as the functionality of the game, may be changed and improved between now and the Outriders final release. Question three, will Outriders feature microtransactions? This is an easy one. No, Outriders will not feature microtransactions. Question four, will Outriders use Denuvo? So we know this is a hot topic in certain parts of the community. Again, nice and simple answer, no, it will not have Denuvo. Question five, of the gameplay revealed so far, what part of Outriders was shown? The gameplay revealed so far features content only from the first few hours of the campaign. Throughout your travels across Enoch, you will encounter a great diversity in environments and colorful surroundings. So what you've seen so far of the game is really just the immediate area in which the Outriders wake up in. Enoch is a big place. You'll be seeing much more of these areas in the coming months, so stay tuned for that. As always, be sure to send your questions to us on social media and be sure to use the hashtag Outriders.
Thank you for that, Robbie. We'll be putting a call out for questions for the next broadcast out very soon. So keep your peepers peeled for that. And thus concludes our first ever Outriders broadcast. Thank you so much for watching. And next time, we'll be taking a look at the journey into the unknown, plus the characters joining your adventure as you battle through a hostile world. Tanner, I'm seeing some really strange shit down here. We'll also be showcasing a brand new area and delving deeper into our next class, the Pyromancer. Exciting stuff. Until then, thank you so much for watching again, guys, and we will see you next time. So, da sind wir wieder. Das war ja eine ganze Menge Input. Ja, finde ich eigentlich ganz cool, das auf die Art dem Spieler näher zu bringen, weil heutzutage brauchst du auch irgendwie, um dich noch so ein bisschen besonders zu machen, musst du genau erklären, okay, das sind die Features, darum ist das geil, hier haben wir was geändert, hier so ist der Schwierigkeitsgrad, ja, der dynamische und so, weil da heute keiner mehr warten will, bis das finale Spiel da ist. Vor allem kannst du dann direkt ins Spiel springen und musst gar nichts mehr lernen, weil du alles schon weißt. Ja. Stimmt, ja. Du brauchst quasi kein Tutorial mehr. Du brauchst kein Tutorial mehr, ey, das ist ja so geil. Ja, wobei du ja nicht damit rechnen kannst, dass jeder das auch verfolgt hat. Ja, aber ich finde so, wir haben ja, sehen ja aktuell durch den blöden Virus keine E3-Präsentation, aber tatsächlich gibt einem das ja ein bisschen mehr Informationen als so eine E3-Präsentation, weil da wird zwar irgendwie ein netter Trailer gezeigt und so, aber oft fehlen einem so die Informationen oder man sieht auch zu wenig Gameplay und so. Und auch hier haben wir jetzt eine Menge Gameplay gesehen. Also als jemand, der ja auch schon auf Menge E3 und Gamescom-Präsentationen war, der Informationsgehalt, der jetzt hier vermittelt wurde, ist auch nicht weniger, eher mehr, wie du gerade gesagt hast, als bei Messen und vor allen Dingen kompakter und man muss nicht anstehen. Also ich freue mich, wenn das so bleibt, freue mich auf die, auf die Gamescom dieses Jahr und die E3. Ich habe jetzt häufig Destiny im Chat gesehen, ich habe Warframe gesehen, das sind alles so Vergleiche, die man ziehen kann. Es sind ja auch Leute von Destiny dabei. Und da wollte ich nur dazu sagen, dass ich das ja eigentlich ganz positiv sehe, wenn solche hochkarätigen Spiele dann als Vergleiche gezogen werden, ist das ja eigentlich für Outriders in dem Fall ein Lob. Ja, muss ich nicht vor diesen Vergleichen verstecken, weil also es damit in eine Reihe genannt wird. Genau, und ich glaube fest daran, dass da schon genug Möglichkeiten sind, sich zu individualisieren und einen eigenen USP zu haben. Also ich bin nicht der, ich habe nicht so viel Destiny gespielt, muss ich dazu sagen. Deswegen kann ich nicht genau vergleichen. Aber was mir gefallen hat, waren diese ganzen terrorbezogenen Effekte, also so diese Flamme, die dann irgendwie geradlinig den Boden entlang ging und ähnliches. Also wenn es mehr in die Richtung gibt, wo man, sag ich mal, eine Gegnergruppe sich irgendwie so zurecht kitet und dann einmal so durch. Ne? Das einer spielt den Schäferhund, zieht die Horde zu deinem Teamkollegen und er verbrennt alle. Oder? Ich meine, es ist mal ein bisschen was anderes, als der Tank geht rein und haut alles kaputt. Ja. Da kann man es vielleicht mal irgendwie wie Billard oder so auf eine Linie und dann zack. Und wenn man das perfektioniert hat, ist das, glaube ich, schon eine richtig coole Geschichte. Also da gibt es ja noch mehr als das. Aber das ist mir so, das ist mir hängen geblieben als eine Sache, die ich gerne immer wieder machen würde. Einfach diese Wolke und dann waren sie alle irgendwie so in so einer Stasis und dann mit diesem langen Schwert einmal so alle durchsäbeln. Das macht, wenn es einmal Bock macht, macht es eben auch 100-mal Bock. Vor allem, weil die Effekte eben so detailliert animiert sind. Man sah ja bei diesem mit diesem Schwert, wie hast du es beschrieben, da sah man ja immer die Skelette so. Das fand ich sehr, sehr cool. Und tatsächlich muss ich auch sagen, das funktioniert sehr gut, weil eben als wir jetzt im Februar im Koop gespielt haben, war es immer so, dass der Trickster, den habe ich jetzt diesmal alleine gespielt, aber da habe ich den Pyromancer gespielt und hab mir eben mit so Gegnerhorden ein bisschen schwerer getan. Hab mir, ey, komm mal her, mach mal deine Blase. Und dann wurden die halt alle in die Time-Bubble gefreezed und dann konnte man schön außen rum gehen und die alle irgendwie mit seinen Abilities oder eben mit den Waffen zerschroten. Das hat sehr gut funktioniert und ich habe auch das Gefühl, so ist es natürlich auch angelegt, dass du eben auch ein bisschen von den anderen Klassen profitierst und so dich ein bisschen absprechen musst. Sollte es ja auch sein. Aber hast du das Gefühl, weil normalerweise in jedem Spiel ist so der, die haben es ja quasi jetzt den Trickster mit Assassin, ist der Assassin die Klasse, die jeder spielen möchte? Ich fand jetzt Pyromancer sah eigentlich wesentlich cooler aus. Du würdest Pyromancer spielen wollen? Lieber alles in Brand setzen, ja. Weil ich hatte das Gefühl, bei dem Event in Warschau haben sich Leute ein bisschen um den Trickster gestritten. Also aber weil der halt auf den ersten Blick vor allem, glaube ich, am coolsten aussieht, weil diese, ich weiß, die Zeit anhalten, wer will das nicht?
So, das in einem Game zu machen, ist halt der Hammer. Aber ich habe ja auch mit dem Pyromancer angefangen und natürlich, wir haben jetzt ja schon über die Effekte geredet, es hat auch total Bock gemacht, da alles niederzufackeln. Also ich hatte da jetzt nicht weniger Spaß mit oder so. Aber weil ich eben da schon gesehen habe, oh, das mit dem Pyromancer muss ja ganz cool sein, habe ich dann jetzt eben bei der Solo-Gameplay-Session, wo wir auch gleich noch was von sehen werden, dann gesagt, okay, jetzt spiele ich den Trickster. Tatsächlich hat mich jetzt persönlich der Devastator, die dritte schon bekannte Klasse, das haben wir auch gar nichts von gesehen, auch am wenigsten interessiert. Das hat Trant damals gespielt und das ist so ein Steintyp eben, haben wir ganz kurz im Trailer was von gesehen und der wirkt zumindest so ein bisschen tankig, also dass ja, der vielleicht denke mehr auch, aushält der, und so. Den sieht man immer, wie er sich in die Mitte der Gegner schmeißt und dann so eine Area of genau, der kann die auch irgendwie stunnen mit so einem großen Hit irgendwie auf dem Boden und so weiter und das liegt bei mir, glaube ich, weniger daran, dass ich die Klasse nicht, also dass die für mich doof aussieht, sondern dass ich generell nie so gern den Tank spiele. Und ja, also diese klassische Rollenverteilung hört man ja immer wieder und wir haben jetzt ja durch dieses Broadcast-Element auch ein bisschen erfahren, dass es ja keine Heiler-Klasse geben wird und warum das so ist. Und das finde ich eigentlich einen ganz spannenden Ansatz, weil gerade als Trickster, und das habe ich auch in dieser Gameplay-Session relativ spät erst für mich rausgefunden, dass es eben diesen Skill gibt, dass ich, wenn ich offensiv, also oder beziehungsweise wenn ich einen Gegner töte, dann halt wieder meinen Lebensbalken füllen kann. Und vorher bin ich auch mehrmals gestorben, also auf den Schwierigkeitsgrad möchte ich gleich auch noch eingehen, weil da habe ich mich zu Beginn auf jeden Fall ein bisschen dumm angestellt. Aber es ist natürlich auch, wir hatten irgendwie 2 Stunden und ich wollte möglichst viel von der Area und so sehen und deswegen treibst du dich nicht eine halbe Stunde im Skilltree rum, um alles zu verstehen. Daran lag das natürlich auch. Aber warum sage ich nicht die ganze Zeit gleich? Ich würde sagen, wir gucken uns. Okay. Oder hast du direkt einen Punkt? Ja, ich wollte nur noch sagen, dass mir auch die Möglichkeit gefallen hat, im Skilltree so die Klassen so ein bisschen zu verlassen und eben irgendwie alles auch zu machen. Ja, dass du so mittendrin bist in dem Klassenbaum quasi und dann kannst du aber trotzdem noch mal, das so wie so ein Shortcut zu einem anderen Bereich. Das fand ich auch cool, weil meistens ist es so, dass du denkst, okay, ich mach zumindest bei mir alles auf Damage, krass, und dann merkst du, ah Mist, ich hätte vielleicht doch, was weiß ich, Healing nehmen sollen und dann musst du so viele Punkte noch nachholen, aber dann kannst du einfach einen Shortcut nehmen, das finde ich echt nice. Ja. Weil dieses Spezialisieren ist halt irgendwie auch nervig, weil du dann wirklich, wenn du dich einmal entschieden hast, gerade am Anfang, mal die falsche Entscheidung und dann irgendwie musst du dabei bleiben und schaust dann immer, schielst immer zu den anderen, die vielleicht Skills haben, die du auch gerne hättest. Also ich finde das cool. Ich finde das auf jeden Fall eine sinnvolle Ergänzung zum üblichen System. Ja. Dann schauen wir uns noch mal an, wie ich geskillt habe. Und zwar schauen wir jetzt in diesen Skill- und Loot-Part, habe ich den genannt. Weil das ist nun mal die verschiedenen Skills in Kombination mit dem verschiedenen Loot sind so ein bisschen Kern-Gameplay. Und hier sieht man jetzt, das habe ich auch mal recht lang stehen lassen, damit man auch kurz eben sieht, okay, was gibt es da für verschiedene Sachen im Detail? Und das ist jetzt alles so Prozentkram. Und jetzt gleich wird man irgendwo sehen, wo es dann nicht mehr nur um Prozente, die irgendwie reduziert werden, gehen. Da entscheide ich mich nämlich immer gegen, weil davon merke ich gefühlt immer wenig. Ja. So. Das ist so, das machst du, wenn du nichts Besseres findest, dann nimmst du diese 10% mehr oder so Geschichten. Ich will einen Move, ich will eine Fähigkeit, ich will ein Schild oder irgendwas. Aber damit kann ich was anfangen, die Zeit zu reduzieren. Ach, das habe ich aber nicht genommen. was mache ich denn da? Also, das ist jetzt ein bisschen verallgemeinert. Das ist alles mit Prozenten. Was ich eher meinte, ist so dieses, okay, du kriegst 5% mehr Damage. 5% fühlt man nicht so richtig. Und deswegen versuche ich immer, wenn ich die Wahl habe zwischen einem Skill, den man mehr sieht, sozusagen, den zu nehmen. Ja, klar, ist ja auch so. Also. Man will schon ein bisschen angeben. Ich glaube, vor allem, wenn man mit Freunden spielt, dann ist das immer so diese Challenge. Ja, in der Mission habe ich aber 20 Leute umgebracht. Ja, und du? Ja, ich habe leider nur 8. Also, das ist zumindest bei meinen Freunden immer so, versuchen wir uns da ein bisschen. Machen wir so eine kleine Competition draus. Aber ich glaube, mit Trickster hast du auch richtig einen Vorteil, wenn du dich da einfach in die Gegnergruppe teleportierst. Aber hier hat man es jetzt auch gerade gesehen mit dem Shortcut nochmal. Ne? Ich habe mich ja erst so hoch zu Assassin und dann bin ich da nochmal so runter, weil ich dann doch irgendwie einen Skill aus der Mitte noch interessant fand und so. Und hier sehen wir jetzt einfach so, es liegt natürlich Loot in der Gegend rum, den man dann immer aufheben kann. Wie ist denn das? Es gibt ja Spiele, da übertreiben sie es mit dem Loot. Wir haben jetzt vorhin im Vorgespräch über Diablo oder so gesprochen, wo man irgendwie gar nicht mehr einen Überblick hat, wo man dann irgendwann den Auto-Equipper anmacht. Und
Wie ist es hier? Was für ein Gefühl hast du da bei dem Einsammeln des Loots? Ich finde, das ist, jetzt in der Solo-Session fand ich es sehr ausgewogen. Als wir damit zusammengespielt haben, war es schon mal, ey Leute, lass mal anhalten. Ich muss erst mal gucken, was habe ich hier eigentlich alles aufgesammelt. Und ich glaube, das ist, gehört einfach auch zum Genre. Allerdings überschütten sie dich nicht komplett. Also du hast schon... Man kann ja auch direkt, habe ich gesehen, disassemblen, also direkt in die Rohteile aufdrücken. Genau, genau, dann hast du nicht immer, hier habe ich zum Beispiel auch gar nicht viel dabei gerade. Und genau, so sieht im Prinzip der Screen aus. Was ich sehr schön finde, damit man das vielleicht auch ein bisschen schneller machen kann, es ist insofern recht übersichtlich, als dass du halt durch den grünen Pfeil direkt siehst, okay, das ist besser. Warum auch ich jetzt gerade eine schlechte Waffe genommen habe, ich glaube, weil ich die tatsächlich ausprobieren wollte, weil natürlich... manchmal entscheidet man sich auch, okay, die hat jetzt nur 3 Punkte mehr, die andere, aber ich finde, meine hat irgendwie das bessere Handling oder schießt irgendwie schneller. Ich glaube, das war tatsächlich in dem Fall die Entscheidung. Man sieht jetzt auch, jetzt teste ich die neue, die ich da gerade aufgesammelt habe mal. Okay, die hat mir, glaube ich, also zu langsam geschossen. Das sieht man jetzt zwar nicht mehr, aber die habe ich dann weggeworfen. Das habe ich dann den Entwickler noch gefragt. Ja. There's literally hundreds of items in our game. The items are progressing, of course, in rarity. So the more you progress, the more difficult challenges and the more higher world levels you will play, the better loot you will acquire. But it's not only about finding the loot, just we'll have the bigger number of the level on it. It's more about what this loot is giving you in terms of your playstyle. Because you can build your character in many different ways. You have to find the items, not only that are the best, but on the items that are fitting your playstyle, you will imagine in the best possible way. So there is a plenty of basically possibilities, a lot of... you will have to do a lot of journeys to basically find what you are looking for. And the modifiers that are set on the weapons are the key, because they combine with the skills you are using, they combine with the hero points you are spending for your class. It creates the combinations. We are really, really emphasizing the building your character, creating a build from all that components. And items, weapons are part of it, very crucial, but not only. Yes, and it's very, very important that a lot of people who are playing first time our game, they are wondering why I cannot advance to the higher world tier. I have the higher item level possible for me right moment. Why I cannot advance? And then they're realizing, okay, there's not only about this just the number. They have to look for the modification. They have to look what the modification giving them, how they impact the strategy and how they impact their tactics and their play style. So that's quite different from the other games of this type. But also cool. That's a key element around building that. That makes our itemization, I feel, really, really unique comparing to the different games. And I really like that element. I'm really proud of it. Okay, so starting with the simplest. So if you are adding, you are playing with the Pyromancer, yeah? And you are finding the weapon that allows you to set fires on enemies in the certain conditions. And the fire is combining with the skill that consume fire you have, and you have boost in a hero tree for consuming fire, etc. So, weapon that's maybe not so the parameters, the pure numbers are not so great, but that small modifier that changes the way the weapon works, it starts the combination. Yeah, so it's. We have a lot, not only the modifiers that are modifying how the weapon behaves or just giving your character some additional things, but a lot of modifiers are changing your skills. That's very important because each skill can be modified in a different version. So even at the beginning, you think that this skill is not exactly what you want to use. Later in the game, when you will find proper items, it can be crucial for your build. So. Yeah, so there are different modifications or items for different things, for the character, how the gun behave, and how your skills behave.
Yeah. The armors are modifying the skills, the direct description what you modify in the skills. While on the weapons, you also can have the mods that combine with the rest of the system. Ja, da hat man, finde ich jetzt, das ist jetzt auch das längste Statement, was wir hören werden heute noch in der Sendung, weil ich fand das recht interessant, ganz zu zeigen, weil sie da eben dann doch man detaillierter einen Einblick geben, wie sich das aber auch von eben Konkurrenz-Loot-Shootern, sag ich mal, abhebt, was die anders machen. Und ich finde das auch eine ganz gute Idee, eben die Skills und die Waffen miteinander zu verbinden, also dass die abhängig voneinander sind, dass du nicht einfach nur, okay, diese Waffe, er hat ja auch gesagt, it's not only about just the numbers, so, es geht nicht nur um, okay, die Zahl ist höher als die andere, sondern passt es auch zu meinem Spielstil. Ja, vieles fühlt sich bei solchen Spielen dann auch gerne so an, als wäre es irgendwie alles derselbe Angriff und du drückst halt einfach nur verschiedene Sachen, damit die Cooldowns sich irgendwann ergänzen und du halt die ganze Zeit was machen kannst, so, ja, jetzt mache ich einen Schub, dann mal einen Schlag, dann baller ich, dann lade ich nach. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin jetzt wie gesagt nicht der Genre-Profi, aber ich hatte hier bei den gezeigten Szenen schon das Gefühl, dass man da individuell wirklich Spaß haben kann. Also wir müssen es sehen. Wir können es jetzt hier nicht sagen, es ist ein Preview, aber ich würde aufgrund von dem, was ich gesehen habe, würde ich auf jeden Fall mit Freunden eine Runde spielen, ganz klar. Was mich jetzt interessiert, von dem, was ich gesehen habe, habe ich immer das Gefühl, okay, die wollen, dass man sich als Spieler schon richtig krass und mächtig fühlt. Und dadurch hat man sehr einen großen Fokus auf die Fähigkeiten und deswegen sehen die auch so abgefahren aus. Aber du hast ja auch gemeint, es ist ja auch schwierig und du bist ja oft gestorben. Also meinst du, die haben diese Waage gefunden oder ist es doch nicht so, dass man sich wirklich wie der Überhammer fühlt oder nur, wenn man wirklich mal was geschafft hat? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ist natürlich auch skillabhängig. Vielleicht war ich auch einfach mega schlecht, weil das ist mir übrigens dadurch aufgefallen, das ist jetzt auch wirklich peinlich, Leute. Es waren halt einige Journalisten eingeladen und das war eben jetzt durch die aktuelle Pandemiesituation war es so ein Online-Event, was auch ganz cool gelaufen ist, weil wir halt auf einem Server in London das Spiel gespielt haben. Natürlich schicken sie das Spiel nicht einfach rum, weil dann wäre es zack geleakt in heutigen Zeiten. Und das hat aber eben sehr gut funktioniert. Also ihr habt das Spiel zu euch gestreamt, ja? Genau. Es war, dass das mittlerweile geht, ist eigentlich ziemlich geil. Genau, das hat auch eben erstaunlich gut. Natürlich hast du immer eine ganz geringe Latenz, aber ich fand sie, habe ich auch schon mal im Game Talk gesagt, das lief über Parsec, das ist so, wie soll ich das jetzt beschreiben? Also nicht so ein sowas wie Stadia oder so, die einen Katalog haben, sondern eher so ein Remote-Desktop-Programm, womit du eben auch theoretisch mit deinen Freunden zusammen kannst du bei dir irgendein Koop-Spiel starten und das können dann aber, da kann dann auch ein anderer mitsteuern. So habe ich es zumindest verstanden. Das hat eben ganz gut funktioniert und da waren halt dann. Hieß es so, okay, jetzt könnt ihr alle spielen. Wenn ihr fertig seid, joint einfach wieder zurück in die Discord-Rezeption, wo wir dann auch nochmal die Entwickler fragen konnten. Und ich habe halt nur gesehen, dass alle auf mich gewartet haben, weil ich war der Letzte, der das Ende erreicht hat, was man erreicht haben sollte. Und dann dachte ich mir danach so, ey, fuck, wie schlecht warst du eigentlich? Nein, Mann, du warst genau, die haben sich alle gedacht. Alle anwesenden Redakteure haben sich sicher gedacht, fuck, das ist nicht nur ein Redakteur, das ist ein Journalist. Genau. Der guckt wirklich hin. Ja. Und das habe ich auch wirklich gemacht, weil ich bin ja so ein Grafikenthusiast, wie die Zuschauer auch wissen, und ich habe mir halt wirklich viele Texturen im Detail angeguckt. Ich habe mal mir Zeit genommen und wirklich schön, wir haben ja eben dieses abgestürzte Raumschiff da gesehen, das habe ich mir schön lange angeguckt und diese Stadt und die Details und so. Ich bin auch so ein Grafiker. Ich gucke mir das an und will mir das alles mal, die Texturen, wie es gebaut ist. Es haben so viele Leute daran gesessen. Ja. Muss man doch würdigen. Aber du nicht, Chiara, kannst du mit der Skybox kann ich dich nicht beantworten. Nee, es ist ganz schlimm, ich bin super ungeduldig. Ich will immer direkt ballern. Das ist wirklich super schlimm. Es sah aus, als ob du genug ballern. Ich wollte gerade sagen, die Entscheidung ist jedem frei, du kannst durchgehend ballern, das ist gar kein Problem. Ja, aber das ist ja die Sache zum Beispiel, wenn man dann mit Freunden spielt, das hat ja so ein Jump-In-System, du kannst einfach direkt jetzt dann in die Session eines Kumpels gehen, da musst du dich ja auch irgendwie an den Freunden anpassen. Und da frage ich mich, weil jeder hat ja wahrscheinlich seinen eigenen Story-Strang, was ist, wenn die Person weiter ist als ich? Oder was ist, wenn ich nicht so weit bin wie die Person? Zählt das dann für meinen Spielstand an auch mit oder etwa nicht? Muss ich es dann nochmal bei mir spielen? Das sind irgendwie Fragen, die noch gar nicht beantwortet wurden, die wir vielleicht nochmal in Zukunft beantwortet bekommen. Oder vielleicht weißt du auch schon jetzt was? Also soweit ich es bisher verstanden habe, klar hat jeder seinen eigenen Progress in der Main Story. Also zumindest, wenn auch jeder vielleicht solo angefangen hat. Wenn man natürlich eh zusammen anfängt und so, dann kann man die Main Quest quasi immer zusammen machen. Aber wenn jetzt jemand weiter ist und du bist noch nicht so weit zum Beispiel und ihr entscheidet euch zusammen zu spielen, dann spielt einfach der schon weiter ist, die Mission
die du jetzt gerade brauchst. Also ist quasi teleportiert sich in der Story wieder zurück, also verliert dadurch nicht seinen Progress, aber ja, würde das dann nochmal machen, um mit dir zu spielen. So habe ich es verstanden, möchte mich jetzt auch nicht komplett drauf festlegen, weil es natürlich noch in Entwicklung ist und vielleicht auch Sachen noch nicht abschließend geklärt sind, aber es würde auf jeden Fall auch ein Fast-Travel-System geben, weil es ja auch neben der Hauptstory noch viele Nebengeschichten gibt, kannst du auch die aber links liegen lassen und der Main-Story nachgehen und später entscheiden, ja, aber in dem zweiten Gebiet am Anfang, da waren noch mega viele, für die ich da irgendwie nur keine Zeit hatte oder weil ich eben mit meinen Leuten unterwegs war und kannst dann eben nochmal zurückspringen und die auch spielen. Mhm. Und das, da habe ich das Gefühl, da hast du eben insofern die Freiheit, dass es jetzt nicht stressig wird und du nicht ständig einen Trollfreund irgendwie aufhalten musst, jetzt hör doch mal auf, immer weiterzugehen und sowas in anderen Spielen manchmal das Problem ist. Das ist richtig schlimm. Ich habe zum Beispiel mit einem Kumpel Division gespielt und der ist immer durchgerusht und ich war irgendwie noch gemütlich da am gucken, was liegt hier eigentlich so und habe mir auch noch mal eine Textur angeguckt und der so, ey, ich bin hier schon mega im Kampf mit dem Endboss, lass mich doch nicht so allein. Und ich so, ja, wenn du immer vorrennst und so, ein bisschen, glaube ich, kann das da auch passieren, aber zumindest, ja. So schlimm bin ich auch wieder nicht, das mache ich nicht, dass ich einfach losdüse. Ich will eigentlich schon ein bisschen, hey! Ich weiß nicht, ich habe noch nicht mit dir gespielt. Ja. Ich warte ab. Okay, ja, gut, dann noch nicht so schnell vorurteilen, ne? Ja, weil, also mir passiert es ja selber manchmal, dass ich jetzt sage, ich gucke mir da alles ganz genau an, aber wenn ich mal ein bisschen schneller sein will, dann warte ich auch nicht auf die anderen. Also es passiert auch einfach schnell, weil du... Ja, wenn man halt Dinge auch schon mal gesehen hat. Ich kann es irgendwie nachvollziehen. Bei mir war das auch, dass ich mit Freundinnen spielen wollte und dann hatten die schon, das war glaube ich Borderlands, hatten die schon sehr viele Missionen gezockt und wollten einfach nur durchrushen und ich war ganz frisch drin und dachte... Leute, ich weiß noch gar nicht, was hier abgeht. Warum sind wir hier in der Bar und an dem einarmigen Banditen? Was ist eigentlich los? Ja, stimmt. Das hatte ich in der Borderlands-Session auf dem Sender auch mal. Das waren alles Borderlands-Profis und ich kannte mich noch überhaupt nicht aus. Ich habe es mir dann währenddessen einfach ein bisschen erklären lassen, was ja auch nett ist, weil dann quasi redet man auch mal übers Spiel. Weil was das Schlechteste eigentlich ist, was passieren kann, ist, das Spiel ist so uninteressant, dass du nur so, und wie war dein Nachmittag und so nebenbei so ein bisschen ballerst. Aber um ganz kurz deine Frage noch von eben zu beantworten mit dem Schwierigkeitsgrad, da können wir auch mal ganz kurz in eine Matz springen, die aber in dem Fall kein Entwicklerstatement hat. Da können wir also schön drüber labern. Und zwar eben, ich habe gesagt, dass ich der Letzte war. Das kann an verschiedenen Sachen liegen. Aber ich fand es gerade in dieser Solo-Session, fand ich es doch jetzt sehr anspruchsvoll. Was aber ja nichts Schlechtes heißen muss, weil... also eben auch zugegeben, ich glaube, ich habe mich manchmal ein bisschen doof angestellt. Hier ist jetzt so ein Zwischenboss da sieht man auch schon unten, ich habe da recht wenig Leben und ich glaube, das war noch bevor ich mit dem Trickster diese Mechanik kapiert habe. Ah, oh, die lassen sich aber auch nicht. Ja, genau. Die überlagern nicht richtig. Achso, du bist schon tot. Ich bin schon tot. Ich zeige jetzt einfach mal exemplarisch drei Tode. Ja, aber das ist doch gut. Hier bin ich jetzt, also um zu zeigen, das war direkt davor, es gibt auch gute Checkpoints. Hier kam einer aus dem Fenster hinter mir, das habe ich nicht gesehen, bin quasi direkt gestorben. Aber du hast keine Erfahrung mit Deckungsshootern sonst, ne? Also ich gehe mal davon aus, dass genau. es sehr Gears of War ist. Ich wegrennen. Nur so, er hat das extra so zusammengeschnitten, ne? Das soll jetzt extra so sein. Da habe ich mich übrigens dafür entschieden, dann einfach mal meine Skills auszutauschen. Das ist ein guter, das ist ein Skill. Dachte ich mir auch, wenn ich nämlich so in Bedrängnis gerate, dann mache ich nur noch den. So mache ich alles. Schön habe ich dann auf die 1 gesetzt, der war ganz wichtig. Und dann habe ich mich aber dafür entschieden, und das ist ganz cool, wir haben ja eben schon was über die World Tiers gehört. Ich springe jetzt einfach mal zurück. Ich scheiß auf die Rewards, ich will es gerade ein bisschen einfacher. Es stresst mich, dass irgendwie die ganzen Redakteure da schon im Discord auf mich warten. Ich muss jetzt hier mal Progress machen. Und das finde ich aber eine schöne Option, dass man sich eben entscheiden kann. Ey, ich bin guter Spieler, ich will Herausforderungen und erfülle eben die Sachen, die für höhere World Tiers nötig sind und steigere damit den Schwierigkeitsgrad durchgehend. Und das war jetzt so auf Level 17. Das heißt, daran sieht man ja auch, World Tiers bedeuten nicht, wie in anderen Spielen so heroisch nochmal die Instanz machen oder so, dass du dies alles schon kennst und nur nochmal in einem höheren Schwierigkeitsgrad spielst, sondern während des Spiels den Schwierigkeitsgrad eben schon für bessere Belohnung steigern kannst. Ich hingegen habe mich dafür entschieden, einfach lieber eine ruhige Nummer zu schieben und den wieder runterzustellen. Aber schön, dass es die Option halt gibt. Ich würde es aber auch so spielen. Ich hätte jetzt da auch keine Lust. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Outriders ist, aber ich habe meistens so die Erfahrung, dass wenn man sagt, die Gegner sind schwieriger, vielleicht machen sie es auch wirklich anders, dass sie nicht wirklich schlauer werden oder irgendwie aggressiver, sondern sie halten einfach mehr aus. Ja. Und das finde ich ein bisschen langweilig. Deswegen will ich dann doch lieber die Story aufsaugen und sagen, ja, hey, nicht so viel Zeit verschwenden, mich mächtig fühlen und schauen, um was geht's da eigentlich in dem Spiel. Es fühlt sich dann eher an, wie viel Zeit möchtest du in diesem Spiel verbringen? Genau. Und dann sagst du, 15 Stunden, 10 Stunden, so, das, weil wirklich, es passiert ja sonst nicht mehr, die werden einfach nur stärker, der Energiebalken mit länger. Ja, die Zeit
dauert länger, um sie alle zu machen. Ne? Mhm. Bin ich auch nicht so der Fan von sowas dann. Ja, ich, ja. Weil, aber man will auch nicht. Ist auch schwierig für die Entwickler natürlich, weil unterschiedliche Leute diese Spiele spielen. Und ja, der eine will wirklich in die Story haben, aber meine Erfahrung ist, ich will dann schon die Story, aber ich will auch ein bisschen Herausforderung. Also man irgendwann, wenn man da mit jemandem spielt, der niederlevelig ist und halt noch übt und so, und dann pennst du dann nebenbei fast weg. Das ist ja irgendwie auch nicht der Gedanke, nehme ich an. Also ich mach's mir dann super schwer und du dann ganz einfach. Und dann erzählst du mir was in der Story, weil ich krieg das ja nicht mit, weil ich die ganze Zeit nur, ich höre nur auf die MG, das ist alles, was ich. Aber ist es denn nicht so ein fließender Übergang, dass du sagen kannst, leicht, schwer, wenn es diese Tiers gibt? Genau, du kannst genau, ja, ja, eben, ja. Dann kann man ja sich eh was raussuchen. Ja, eben, ich finde es aber gut. Also ich meine, es ist jetzt auch nicht das Rad neu erfunden, aber ich meine, so gut gemacht, wie man es halt machen kann. Ja, aber es zeigt zumindest, dass die Entwickler sich genau darüber Gedanken gemacht haben, damit eben verschiedene Spielertypen angesprochen werden. Das ist so, wenn man jetzt sagt, ich verstehe schon, wenn Leute sagen, ja, aber das ist ja jetzt auch nichts Neues. Das verstehe ich. Aber man muss ja auch denken, dass wir ja jetzt schon 5 Jahre nach Destiny 1 oder irgendwelchen anderen Spielen, die halt diese Fehler vielleicht gemacht haben, ne, sind. Und deswegen können die natürlich von all diesen Erfahrungen längst schon schöpfen, ne? Und das alles reinpacken. Ne? Das ist absolut. Doch gut. Ich sehe das eigentlich als Vorteil, dass die nicht bei 0 anfangen, sondern schon bei 100. Ja, und zum Beispiel hier unser Cutter Olli, der ist ja total drin in Loot-Shooter und spielt quasi viel Zeit. Viel zu offensichtlich. Mein Gott. Und der ist aber, glaube ich, ganz klar auch der Typ, der spielt das auch für die Herausforderung, der will dann auch das höchste World-Tier und braucht einen gewissen Anspruch und Schwierigkeitsgrad. Also das heißt, der wird dann im Gegensatz zu mir eher von einem höheren World-Tier angesprochen. Finde ich auf jeden Fall eine ganz schöne Mechanik. Jetzt haben wir schon noch mal ein bisschen was zu Skill und Loot gesehen und ein Entwicklerstatement. Jetzt schauen wir uns noch, was schauen wir uns jetzt noch an? Jetzt stehe ich gerade auf Dialoge. Dialoge, danke, Dialoge. Danke, Regie. Frag mich einfach, ich schaue hinter dich und. Sehr gut. Das ist jetzt einfach ein NPC, der saß da so rum und da hatte ich eben mehrere Dialogoptionen. Der hatte auch, wie ich später dann erfahren habe, gar nichts mit der Hauptquest zu tun. Also beziehungsweise, es gibt schon einen Grund, warum der da ist, aber ich musste nicht mit dem reden für die Hauptquest. Mhm. Jetzt hören wir mal, wie das auch vertont ist und wie die so eine Cutscene dann aussieht. So this was the first city. Looks like a ghost town. What happened here? Some geniuses decided to wake up 500,000 people when we barely had enough food for ourselves and put them in a city built to house 50,000 people. You can imagine how well that went. People stuffed into boxes, starving to death, living in their own shit like some Mumbai slum, and no shelter from the fucking anomaly. Those storms only had to kill a few thousand before the riots started. So, the rioters destroyed this place? No. What we did to stop the riots, that destroyed this place. Das war gut. Most of the side quests have cutscenes. We have some collecting side quests or other activities where it's less story heavy. But overall, I would say that 90% of the content has the cutscenes, has the story behind it. You have the dialogue options, so. It's the no because we try to do this to give the player option to change something during the cutscenes, but in the multiplayer game was not working as we thought that it would be was not so cool basically to have the voting and all the things, so we decided, and to be honest, we know what kind of stories each side quest or each cutscene we want to tell. So we resigned from this idea. So right now the dialogue is giving you the possibility to just do some quests, to possibility to know, to talk about some things in the world or have access to some other activities. There are decisions, but it's mostly being involved or not in a special, in a certain activity than moving with the story in a different ways. Ja, genau. Also ich habe die halt natürlich gefragt, ob das auch irgendwie die Story beeinflussen wird, was man da entscheidet. Also kein Telltale Games typisches This Character Will Remember That Ding. Aber das finde ich auch okay, weil sie ja auch ganz offen damit umgehen, dass sie eine lineare Geschichte erzählen wollen. Und dann wäre es irgendwie, gerade in so ein Spiel passen dann eben nicht 1000 Zweige. Und vor allem, wenn du mit anderen spielst, wäre es dann in welchen Zweig. Das geht ja schon mal gar nicht. Der eine hat die Stadt vernichtet, der andere nicht. Ein bisschen weird, Das wäre total komisch. Es ist aber auch, es gibt Spiele, wo das wirklich
dem Worldbuilding hilft. Und dann gibt es Spiele, wo es auch eher schadet, weil einfach alles dann in vielen Varianten existieren und funktionieren muss. Und das ist vielleicht lieber eine Geschichte und sich drauf festbeißen. Also ich glaube, es würde schon gehen, aber du müsstest deine Freunde immer briefen. Okay, nee, ich habe mich jetzt so entschieden und deswegen sieht es jetzt so aus. Ja. Ah, okay. Ja, check ich jetzt auch nicht ganz. Ja. Ja, finde ich auch nicht. Schön wäre dann so ein Zusammenschnitt, so Previously on his Story Part. Genau, so jetzt kannst du mitspielen. Jetzt Und wenn die Frage jetzt gerade, ich lese es gerade, man kann ja immer eine Frage buchen, gibt es dann Dialogoptionen, wenn es keinen Einfluss hat? Ich nehme an, naja, zum einen erklärt es dir natürlich die Geschichte und zum anderen ist es ja auch wichtig, sag ich mal, die Motivation und alles kennenzulernen. Man muss ja auch wissen, was mache ich überhaupt, wo soll ich hin, warum, um dieses Rätsel, ich nehme an, dass der Planet an sich ein Rätsel ist, das irgendwie er hat ja auch eben so ein bisschen begründet, dass du, ja, es ist ja auch der eigene Anspruch, wie viel will ich eigentlich wissen? Und du kannst eben auch einige Fragen, die dich vielleicht gar nicht so interessieren oder die schon aus einer Hauptzwischensequenz hervorgegangen sind, aus Zeitgründen einfach nicht wählen. Also ich glaube, da sind dann bestimmt auch mal so Sachen dabei, die geben dir so ein bisschen mehr Infos fürs Worldbuilding, aber nichts Wichtiges für die Geschichte. Und vielleicht interessiert das dann den einen oder anderen Spieler nicht. Das finde ich schon ganz schön, dass einem nicht alles aufgezwungen wird. Mhm. Und was ich jetzt zwar nicht reingeschnitten habe, aber was sie mir auch beantwortet haben, natürlich kannst du jede, auch die von den Hauptmissionen, jede Cutscene skippen. Das heißt, wenn du wirklich mit Freunden das nur für den Loot und nur für die Baller-Experience irgendwie spielst, dann kannst du auch sagen, ey, so cool die Story in diesem Spiel sein mag, beachten die jetzt einfach mal nicht. Und das ist wieder dieses, was wir eigentlich eben schon hatten. Da werden mehrere Spielertypen berücksichtigt. Und ich werde zum Beispiel jemand, so bin ich auch in Rollenspielen, ich höre mir jeden Einzeldialog an. Andere sind vielleicht nicht so. Aber dann vergesse ich immer sehr vieles. Aber ich wollte auch sagen, ich meine, Dialoge hast du ja in fast allen Spielen und du hast auch nicht in fast allen Spielen Entscheidungsmöglichkeiten, aber halt eben die Möglichkeit, ob du mehr erfahren möchtest. Was ich jetzt aber noch nicht ganz kapiert habe, bei deiner Dialogsequenz waren so kleine Symbole vor den Teilen, so ein Rädchen und, glaube ich, so ein Pinsel. Was hat das denn da? Ich kann jetzt gerade auch nicht mehr im Detail sagen, welches Symbol was war. Aber wenn da ein Symbol ist, also zum Beispiel das erste war, glaube ich, einfach dann der Dialog, der eine Nebenmission getriggert hat. Hätte ich das an der Stelle gemacht, wäre ein bisschen blöd gewesen, weil dann wäre ich noch später in die Rezeption zurückgekommen, weil ich vorher noch eine Nebenquest, während alle die Hauptquest gemacht hätten. Geil. Eigentlich auch ganz lustig, aber das andere war, glaube ich, dass du mit dem nämlich dann auch Crafting-Items tauschen kannst, beziehungsweise oder tauschen, will ich mich jetzt nicht drauf festlegen, aber in einem anderen Snippet, was da jetzt nicht reingeschnitten war, hat eben einer der beiden auch darüber gesprochen, dass du eben auch was entweder über das Crafting erfahren kannst. Das Crafting habe ich persönlich zum Beispiel auch noch nicht gesehen, deswegen möchte ich da auch gar nicht viel drüber sagen, weil ich nicht viel drüber weiß. Aber ob man dann Blueprint kriegt oder vielleicht auch nochmal, es ist ja auch cool, wenn du nicht nur denkst, so ey, der kann mega gut ballern, ist jetzt aber auch noch Handwerk oder was, das vielleicht auch erklärt wird, woher die dieses Wissen zum Gegenstände herstellen haben oder so. Auf jeden Fall sind die mit Symbolen immer irgendwelche Sachen, die dann auch was Interaktiveres triggern. Mhm. Der Rest ist wirklich nur, du siehst dieses kurze Snippet, was wir gerade gesehen haben, erfährst eben was und danach bist du aber auch wieder in diesem Dialog-Tree. Mhm. Okay. Ja. Ich würde es aber cool finden, wenn du wirklich deine Waffe noch weiter modifizieren kannst. Man hat nämlich ja auch in dem Spiel, ich weiß nicht, ob es eine Shotgun war oder eine Assault Rifle, gesehen, wo dann am Ende noch so eine kleine Axt mit angeschraubt war. Das erinnert direkt an Gears of War irgendwie. Ne? Ja, eine Axt ist schon immer so. Eine Axt, ja, aber und überhaupt so. Ein bisschen mehr Aufwand. Du machst nicht nur einmal eine Kettensäge. Wahrscheinlich ist die Kettensäge ist gesichert, oder? Die haben wahrscheinlich bei Gears of War, das darf keiner mehr machen, kann ich womöglich mir vorstellen. Das ist eine gute Frage. Wenn sie smart sind, haben sie sich das als Waffe irgendwie sichern lassen, wenn das geht, weil es einfach genial. Ne? Ja. Aber ihr seht, wir haben noch ganz viele offene Fragen und ihr bestimmt auch. Und hatte ich ja am Anfang schon erwähnt, ich habe jetzt regelmäßig einen Slot mit den Entwicklern, wo ich die komplett ausquetschen kann. Und deswegen seid ihr dazu aufgerufen, bitte in die Kommentare dieses Videos all eure Fragen, die noch unbeantwortet sind, zu stellen. Sachen, die wir vielleicht noch gar nicht angesprochen haben, auch falls ihr darüber was wissen wollt, gerne alles unten in die Kommentare. Gerne auch Feedback natürlich, wie es euch gefallen hat. Wir werden in einem Monat uns hier wiedersehen. Datum werden wir über die üblichen Wege noch bekannt geben. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß, es war informativ. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.